Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier auf dem Weg ins Minental. Ich habe die Wahl zwischen obenrum und untenrum. Und ich würde mal gerne untenrum schauen. Da sind nämlich Orks. Die Frage ist nur, wie viele. Vielleicht komme ich ja mit denen schon zurecht. Und ich glaube, dass hier unten führt zur Rampe. Und irgendwo da müsste auch das Gold von Diego liegen. Also schauen wir doch mal, ob ich hier mit einem Ork nicht zurechtkomme. Ich habe sogar eine relativ verrückte Idee gerade, wenn ich hier so zwei sehe. Komm mal her. Autsch. Ja, das passt schon. Nein, 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 nein. Warte mal, ihr müsst mir beide folgen. Das war der Plan. Ihr müsst mir beide folgen. Und dann möglichst nah beieinander stehen. Ja. So ist gut. Jetzt aufhören. Verdammt. Wie kriege ich beide gleichzeitig? Da habe ich sie. Okay. Dann ist mir es einfach mal egal. Und ich mache einfach mal hier 1, 2, 3 und 4. Sehr schön. Also merke, für einen Ork brauche ich 4 kleine Feuerstürme. Aber die machen auch ziemlich fett Schaden. Oh mein Gott, das hat schon ein bisschen reingehauen, muss ich sagen. Schauen wir mal, ob ich das wirklich durchziehen will. Ich will mal gucken, wie viele da hinten auf mich warten. 2 auf 7, 47, 57. Ups, nein, nein, keine Pilze. Keine Pilze. So weit sind wir noch nicht. Jetzt brauche ich 200 Lebenspunkte. Also hier 100 und 100. So. Perfekt. Moment, das hat gut geklappt. Das heißt, ich werde hier... Ich habe mir angewöhnt, wirklich öfter zu speichern. Ich meine, es tut nicht wirklich weh, aber es kann mir halt im Fall der Fälle dann doch relativ viel Zeit und Aufwand auch sparen, weil ich dann nicht nachher die Folge zusammenstückeln muss. Okay. Ich glaube, das sind zu viele. Oder? Warte mal. Wenn die alle auf dem Haufen stehen, das scheinen sie zu tun. Ups, einer hat überlebt. Nicht gut. Nicht gut. Den muss ich abschütteln. Da führt kein Weg dran vorbei. Oder kann ich noch was zaubern? Ich kann nichts mehr zaubern. Verdammte Axt. Ja, so ist gut. So, jetzt hier Mana. Genau. Jetzt hatte ich befürchtet, dass er trotzdem herkommt. Nimm das. Verdammt. Zu nah dran. Das hat vielleicht in Richtung seiner toten Kollegen fliehen. Damit die nicht einfach die spawnen. So ist gut. Jetzt zögert er. Ich friere ihn ein. Ein letzter Feuersturm. Und dann... ist auch dieser Ork. Geschichte. Sehr schön. Wenn ich überlege, wie einfach das ging im Canyon mit den ganzen Piraten. Hui, hui, hui. Nichts zu holen. Da ist nichts. Das war schon was. Ach, verdammt. Die sind despawned. Das hatte ich befürchtet. Naja, was soll's. Immerhin, ihre Waffen sind noch da. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Gibt ein bisschen Geld. Nicht, dass ich zu wenig davon hätte, aber... hey, vielleicht tut sich hier jemand weh, wenn ich den nicht mitnehme. Das will ich ja verhindern. Sonst bin ich ja... sonst fühle ich mich zumindest schuldig daran. Ja, ja. Mhm. So, mir fehlt 5 Mana. Hatte ich nicht noch einen Blauflieder irgendwo? Genau, hatte ich. Sehr schön. Und dann eine Beere und dann bin ich bei 147. Dann schlucke ich mal einen hiervon. Dann fehlen mir, glaube ich, 210. Das heißt, 3 davon. Und dann passt das. Sehr gut. Gut. Überspeichern ist okay. Ist ja nicht viel passiert in der Zwischenzeit. Stufe 27 bin ich schon. Mein Gott, bin ich gut. Aber irgendwie... ich wollte Drachen jagen, ne? Gerade jage ich Orks. Ich fürchte nur... mit dem Schamanen da kommen wir nicht durch. Was ist hier? Hier ist noch ein Schamane. Ja, die Schamanen haben wahrscheinlich eine höhere Magieresistenz. Und auf jeden Fall sind sie Fernkämpfer. Ich müsste also quasi beide Schamanen einfrieren. Und... dann...
viermal einen kleinen Feuersturm machen, um die Nahkämpfer auszuschalten. Was halt nicht geht, weil wenn ich zweimal Eisblock zaubere, dann habe ich noch 30 Mana. Das heißt, ich kann auch genau einen Feuersturm machen danach, statt vier. Ich könnte natürlich versuchen, die ganzen Nahkämpfer erstmal wegzulocken. Und danach die Schamanen einfrieren und dann erst einen kaputt machen. Mit einem Feuersturm im Nahkampf. Und dann den anderen. Das könnte funktionieren, aber ehrlich gesagt, das dauert mir jetzt zu lang. Und da ich ja jetzt auch nicht mehr kurz vom Levelaufstieg bin, sondern kurz danach, also quasi so relativ weit weg vom Levelaufstieg, wie es nur geht, bin ich jetzt einfach mal entschlossen, hier durchzugehen und den Orks fürs Erste auszuweichen, zumindest dieser Ork-Ansammlung da unten. Ja. Ich denke mal, aber bei der Burg im Minental werde ich noch genug Orks treffen. Ja gut, ich kann mich rein teleportieren, ne? Oh! Kapitel 4! Die Drachenjagd. Und dieses Flimmern habe ich übrigens auch. Keine Ahnung, woran das liegt. Gut, wir sind hier im Minental, das heißt, als allererste Amtshandlung werde ich hier meine Teleport-Runen abwählen von vorher, von Corinnes. Denn ich brauche hier Teleport-Burg, ich brauche Teleport-Pass im Minental und ja, das war's. Viel mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Toter Drachenjäger. Ein Topf, ein Heilkraut, Gold, Längesumpfkraut, eine alte Münze. Okay, mir scheint, ich bin nicht der Erste, der hier aufgebrochen ist, um Drachen zu jagen. Ich hoffe mal, Dios Gold liegt hier noch rum. Er meinte ja, das wäre irgendwo bei der Rampe. Schauen wir doch mal, wie die Ork-Krieger physisch aufgestellt sind. Erstaunlich gut. Muss ich sagen. Das heißt, machen wir das mal so. Das letzte bisschen könnte noch reichen. Ja, gerade so, aber gerade so, hey. Also merke, gegen den Ork ist zumindest der Nahkampf keine besonders gute Option. Ich könnte mir vorstellen, dass der Eisblock vielleicht andersweitig nützlich ist. Ich muss ja nicht in den Nahkampf gehen, wenn ich ihn einfriere. Aber der Nahkampf ist keine sonderlich kluge Option. Okay, ich brauche 90 Mana. 75 und dann 15. Wo ist es? Da muss es irgendwo sein. 15, genau. So, und weil ich jetzt hier gerade im Minental bin, mache ich hier eben nochmal einen neuen Spielstand, denn sonst muss ich unter Umständen zweimal laden. Nämlich einmal den alten Spielstand und dann wieder beim Rübergehen ins Minental. Fände ich ein bisschen blöd. Muss nicht sein. Guck mal, zwei Ork-Krieger. Häpp? Oh, drei sogar. Ja, kommt mal her. Kommt mal her, geht alle auf den Haufen, so ist gut. Und dann machen wir das nochmal so. Eins, zwei, drei und vier. Warum hast du überlebt? Und warum machst du so verdammt viel Schaden? Finde ich nicht gut. Schaffe ich den? Ich hab ja gerade gespeichert. Na, verdammt. Okay, ich schaffe ihn nicht. Ach ja, ich schaffe ihn nicht. War ja klar. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich frage mich nur, warum der eine plötzlich nach dem dritten Zauber tot war. Hat er irgendwie vorher schon Schaden gekriegt? Oder was war da los? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier oben rum. Vielleicht kann ich die ja irgendwie... Wie gesagt, vielleicht. Ah ja, okay, es klappt. Ich kann hier hoch. Sehr gut. Kann ich da hoch? Yep. Dann kann ich den Baum ausweichen. So, dann haben wir da unten Ork-Krieger und Ork-Krieger. Und dann schauen wir doch mal, ob die es schaffen, hier hochzukommen. Ja, okay. Tun sie. Keine weiteren Fragen. Hey, da liegt was.
Sehr schön. Sehr schön. Genauso. Nichts zu holen. Genauso hatte ich mir das überlegt. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum es vorher nicht geklappt hat. Ich kann dir das eigentlich nur so erklären, dass der eine Schaden auf den einen Ork doppelt gerechnet und dafür beim anderen nicht angerechnet wurde. Was natürlich erklärt, warum der eine nach dem dritten Zauber gestorben ist, aber der letzte überlebt hat. Ich wollte nicht auf die Karte schauen, sondern ich brauche 60 Lebenspunkte und ich brauche exakt 100 Mana. Also zwei hiervon. Und 60 Lebenspunkte, ne? Da bietet sich doch eigentlich das hier an, ne? 5 davon. So, bevor ich jetzt hier hochlaufe, werde ich mich erstmal hier unten umschauen, denn hier sind erstmal keine Gegner mehr, so wie es aussieht. Erstens mal, hier ist keine Barriere. Das ist schon mal ungewohnt, sage ich mal. Ne? Mindestens ungewohnt. Zweitens, schon hier konnte man, glaube ich, nicht hin wegen der Barriere. Okay, ich komme aber trotzdem nicht ins Wasser. Schade. Hier liegt aber auch nichts Tolles mehr rum irgendwie. Ja, vielleicht da drüben. Da, wo ich an Land gespült wurde im ersten Teil. Hm, da ist ein Beutel. Ein prall gefüllter Lederbeutel. Okay. Das könnte tatsächlich Diegos Gold sein, obwohl ich ja sagen muss, ein Versteck ist das nicht. Prall gefüllt konnten auch einfach 100 Gold sein von irgendwem. Ich schau mal eben, was das ist. Wo ist denn dieser Geldbeutel? Roter Tränenpfeffer. Diegos alter Lederbeutel. Tatsächlich, es ist Diegos Beutel. Schön. Ich habe Diegos Gold gefunden. Das freut mich. Das heißt, ich kann ihm dann, wenn ich zurückgehe nach Korinnes nach der Drachenjagd, sein Gold zurückbringen. Sehr schön. Ich bin gespannt, was er damit tut. Aber ich werde jetzt sicherlich nicht zurückgehen, um die Quest sofort zu beenden. Ach richtig, ich habe ja ganz viel Geld, fällt mir gerade auf, wenn ich so gucke. Ich habe ja noch diese Quest mit dem Gold für Brutus, die ich damals nicht gemacht hatte, weil seine Motive fragwürdig waren und ich nicht wirklich viel Geld hatte. Seine Motive sind mittlerweile immer noch fragwürdig. Dafür habe ich mehr als genug Geld und die Erfahrung ist es mir mittlerweile wert, das bisschen Geld herzugeben für Erfahrung, genau. Also ich hoffe mal, dass ich Erfahrung dafür kriege, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich keine Erfahrung kriege. So, das hier oben ist der Teleporterpunkt, zu dem ich mich teleportiere, wenn ich die Teleportrune benutze. Ich hatte hier zwar schon mal alles gesäubert, aber ich möchte hier trotzdem auf Nummer sicher gehen, dass im neuen Kapitel hier nichts Neues mehr erschienen ist. Denn wenn ich mich irgendwann mal auf der Flucht wegteleportiere hierhin, dann ist das Letzte, was ich gebrauchen kann, eine Überraschung. Und da oben ist ja auch noch diese Höhle, diese kleine. War ich da schon drin? Ich weiß es gar nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Ach so, ja, hier war ich schon, okay. Da geht's leider nicht rein. Habe ich die denn schon geöffnet? Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte wahrscheinlich mal wieder chronischen Dietrich-Mangel. Schauen wir doch mal. Okay, linksrum war es nicht. Ich mach mal weiter. Rechts, links. Okay, rechts, links, rechts. Ist es für ein bisschen was und nix im Prinzip. Ist mir das zwei Dietriche wert? Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich habe so wenig Dietriche. Ich muss hier ein bisschen das so tun. Ich wüsste gerne, wo ich mehr herkriege. Ich wäre ja durchaus bereit, das Geld dafür auszugeben. Aber ich sehe es halt irgendwie nicht ein. Also ich würde jetzt, wenn ich richtig spielen würde, nur für mich, dann würde ich hier natürlich das Ganze ehrlich machen und sagen, ich komme nochmal zurück. Aber für ein Let's Play fände ich das dann doch ein bisschen arg langatmig und langweilig. Deswegen lasse ich das hier mal und bescheiße so ein kleines bisschen. Wie gesagt, wenn ich es für mich selber spielen würde, würde ich es nicht tun, aber es ist halt, glaube ich, einfach besser zum Anschauen. Weil ich möchte einerseits halt nicht, dass ihr hier so ewig zuschauen müsst, aber andererseits halt auch nicht, dass ihr nicht mitkriegt, was da drin ist. Und was haben wir denn hier? Das sieht mir nach Drachenjägern aus, ne? Da oben lag ja schon einer.
Ja, mal schauen, was Sie so zu sagen haben, ne? Ich habe so einiges gehört. Ich brauche das nicht zu fragen. Das wird sich nie ändern. Hey, komm mal her. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Oh, das ist ja nett von dir. Er weiß ja nicht mal, wie er Was hast du denn genau? Was hast du anzubieten? Zwei Äpfel, die nehme ich auf jeden Fall. Ah, und wenn man vom Teufel spricht, 10 Liter hier, die nehme ich genauso. Feuerring brauche ich nicht. Heilgrau, das ist eigentlich auch Unsinn. Ein Topf. Ja, lieber die Heiltränke. Heiltränke finde ich gut. Habe ich denn noch Bier, wenn jemand was zu trinken will? Da habe ich noch genug hier. Schinken oder so. Der arme Kerl kann einem leid. Schinken wert 50, ein Topf. Hä? Was? Die heilen gleich viel? Mit mir aber der Eintopf ist viel billiger. Okay, interessant. Das kann doch nicht kommt der Käse halt weniger und ist auch nicht teurer. Interessant. Ich hätte gesagt, ich nehme Schinken mit, falls jemand was essen will, aber das kommt so selten vor mittlerweile. Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wenn der Preis stimmt, werde ich dir alles sagen, was ich weiß. Wie viel verlangst du? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, 50 Goldstücke für jede Information, die ich dir gebe, sind angemessen. Puh, jopp, gib mal her. Ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist mir zu teuer. Ich brauche Informationen. Okay, dann mach mal. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Über die Orks, über die Burg, über das Wienental, über die Drachen. Ich würde mal sagen, über die Burg, wie der aktuelle Zustand ist, werde ich selber noch rausfinden. Mit den Orks werde ich schon irgendwie zurechtkommen. Über das Wienental weiß ich selber bestens Bescheid. Aber das hier ist interessant. Erzähl mir etwas über die Drachen. Drachen sind uralte Geschöpfe von unglaublicher Macht. Einst lebten Tausende von ihnen auf der ganzen Welt verteilt. Seit über 100 Jahren hat man keinen mehr von ihnen gesehen. Ihr Blut ist heiß, wie siedendes Öl. Wenn sie dir in die Augen blicken, verwandelt sich dein Herz in Stein, habe ich gehört. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das war's schon, okay. Nun. Was? Was habt ihr anderen zuvor? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den... Mich fragt ihr. Sind aus der Stadt. Ich habe euch noch nie in der Stadt gesehen. Ich kann Leute nicht leiden, die ihre Nasen in Dinge stecken, die sie nichts angehen. Verstanden? Ja, ist ja okay. Verstanden. Ihr kommt aus der Stadt. Ganz genau. Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Bestimmt. Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuerspucken und so ein Zeug. Mich fragt ja keiner. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung, wir überlegen noch. Ihr könntet in die Burg gehen. Da bringen mich keine 10 Pferde rein. Nicht zu den Paladinen. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Ich war einmal drin, das reicht mir. Weswegen warst du im Knast? Das werde ich dir auch auf die Nase binden, was? Ihr Magier steckt doch mit den Paladinen unter einer Decke. Nee, mein Lieber. Vergiss es. Na, schade. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So. Ja, also du, ich war da schon drin. Ich hätte auch eine Teleportrune. Wenn du willst, verkaufe ich dir die für, sagen wir, 5000 Goldstücke. Meine blöde Frage, wie viel kosten die eigentlich, diese Teleportrunen? 500, ja. Fürs Zehnfache kann das haben. Hey, Gorn, den kenne ich doch. Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ist das wirklich? Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind oder getötet wurden.
Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Was hast du jetzt vor? Noch mehr Ärger. Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Man darf halt nicht alles glauben, was man meine Meinung. Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Natürlich, pass auf dich auf. Hey, du wurdest eingesperrt, nicht ich. Ich habe so einiges gehört. Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Ich hab mir das schon gedacht. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen. Deshalb frage ich nach. Du hast eine zu große Schnauze für meinen Geschmack. Genau so, wie du sagst. Wird Zeit, dass sie dir jemand stopft. Jetzt wird's lustig. Ja, ich wollte mit dem einen da nicht anlegen, weil ich Angst hatte, dass alle auf mich losgehen. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es mich gerade geritten. Ich fürchte mal, er hält physisch relativ viel aus. Ja, ziemlich viel. Nun ja, aber ich kann hier wieder einfrieren. Ist ja kein Problem. Was? Was? Verdammt, ich war zu nah dran. Mist. Nein, nicht gut. Gar nicht gut. So verfolge er mich nicht. Wir sprechen uns noch. Ja, tun wir, wenn ich mein Mana wieder aufgefüllt habe. Steck die Waffe weg. So ist fein. Kommt er jetzt her? Nö. Gut. Ich brauche keine Karte. Ich brauche 80 Mana. Was soll ich sagen? 75 werden schon reichen. Und wie viel Leben brauche ich? Gute 100. Ich trinke mal 100. Das sollte reichen fürs Erste. Und dann hole ich mir den. Das wäre doch hier gelacht, wenn das nicht klappen würde. Vielleicht mache ich es einfach mal offensiv. Du schon. Genau. Kann ich jetzt noch einen... Nee, kann ich nicht, oder? Da reicht mir das Mana gerade nicht. Schade. Ich könnte nochmal so einen absetzen. Wird aber nicht reichen, so viel Lebensgut. Wir sprechen uns noch. Nee, reicht nicht. Okay, dann muss ich ihn jetzt abhängen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und danach werde ich... Wir sprechen uns noch. Genau, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast angehalten. Ich fülle meinen Mana auf. Ich fülle mein Leben auf. Möglichst schnell. Und dann friere ich dich ein und werde dich physisch kaputt machen mit meiner Waffe. Ich möchte nämlich nicht töten. Ich möchte nämlich danach mit ihm reden. Das soll helfen, habe ich gehört. Wir sprechen uns noch. Zumindest bei Menschen. Hä? Wo bist du denn? Hä? Wo ist er hin? Biff? Hä? Ist er jetzt irgendwie... da hochgeklettert oder sowas? Ich habe ihn von links gehört, von hier. Ich hoffe, da ist nicht eine Klippe runtergefallen oder so. Und tot, weil dann kriege ich ja keine Erfahrung mehr. Okay, und er wäre tot. Das wäre natürlich schade. Das wäre zutiefst traurig und schrecklich. Und ich würde keine Erfahrung mehr kriegen. Ein Trank. Gibt es denn hier oben irgendwas? Nö, hier ist nichts. Okay, wo treibt der sich rum? Jetzt mal ernsthaft. Der muss doch hier irgendwo sein. Also entweder er ist tot oder ist wieder zurückgegangen. Die beiden Möglichkeiten sehe ich jetzt noch. Oder er hängt vielleicht hier oben irgendwo fest, weil von da habe ich ihn gehört. Ich hoffe nur, wie gesagt, er ist nicht runtergefallen und tot. Ach, guck mal. Pflänzchen. Die nehme ich doch mit. Und dann, ne? Ne, hier oben ist er auch nicht. Das ist seltsam. Wo ist der hin? Ernsthaft? Das ist doch... Ich fühle mich so ein bisschen veräppelt. Ich hoffe mal, er lebt noch. Da ist noch eine Pflanze. Heilkraut. Nun denn, dann werde ich mich jetzt mal heilen. Ich brauche... Moment. Ich brauche 5 Mana und...
25 Leben. 5 Mana. Hm, wo kriege ich 5 Mana her? Gar nicht. 25 Leben kriege ich. So. Perfekt. Gut, das war jetzt ein bisschen enttäuschend mit Biff, muss ich sagen. Ich hätte den schon gerne verprügelt. Ist er denn wenigstens hier wieder? Ja, da ist er. Ich fürchte nur, er ist geheilt. Kann das sein? Meine eigene Meinung. Wird sich das jemals ändern? Biff? Biff, er ist geheilt, natürlich. Ach ja, okay. Das hat er doch. Das hat nicht funktioniert. Nun denn, dann habe ich halt hier die Erfahrung eben nicht gekriegt. Was soll's? Ich werde hier das nächste Mal mit den Drachenjägern mich noch ein bisschen unterhalten. Und dann weiter in Richtung Minental ziehen, um in der Burg mal nach dem Rechten zu sehen. Und danach letzten Endes natürlich ist immer noch mein Ziel, auf Drachenjagd zu gehen, denn die drohen hier die Welt, ne? Und ich muss die Welt retten. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.